Alles klar, Leswood in Position. Okay, John. Was hast du? Al-Katala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, hier sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit. Tatsächlich. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Wir treffen uns beim Boot. Check. Dann los, Cap. Ah, der bin ich. Kampfmesser. Kampfmesser. Echt jetzt? Gut gemacht, Bob. Noch einer beim ersten Pier. Ausschalten. Arbeiten uns zum Boot vor und bestatten Al-Katala auf See. Geht so schnell wie möglich vor. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, John. So schnell wie möglich vorgehen, alles klar. Machen wir. Alter, mit dem letzten Schuss. Sicher. Gehen wir an Bord des Boots. Wo kommst du denn her? Verschlossen. Du hast verschlossen. Tatsächlich. Mir nach. Laswell, wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Berichtet mir bitte. Roger. Ende. Hör mal. Spanisch. Klingt ganz so. Bereit? Kann losgehen. Sieh mal, Las Almas, mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Warum sehe ich meine Beine nicht? Wir haben uns ein Kartell für den Transport. Gib mir einen Namen, John. Las Almas. Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Alter, das war aber hell. Der Kahn ist vom Kartell. Ja. Mehr Kartell. Jetzt wurde ich schon geschossen. Sicher. Sein Telefon. Das Kartell trifft sich mit Al-Katala. Laswell, such Café Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Wann? Eine Stunde. Sieben Uhr morgens gehen wir da hin und legen die alle um? Das ist ja gar nicht eine normale Arbeitszeit. Bravo 6 an Watcher 1. Bin im Café in Position. Zwei am Tisch auf 3 Uhr. Einer vom Kartell, ein Iraner. Wie gemütlich. Was treiben Sie? Eine Transaktion durchführen. Elektronisch? Positiv. Das Kartell kriegt für irgendwas Geld. Finden wir heraus, wofür. Wachen? Irre. Die knöpfe ich mir vor. Hab nicht den ganzen Spaß alleine. Verstanden. Komm in deine Richtung. Spritze. Gift?
Nicht tödlich. Es setzt sie nur außer Gefecht. CIA-Scheiße. Willkommen in meiner Welt. Benutzt die Nadel für die Wachen und wir verpacken unseren Freund. Und du? Ex-Phil. Sag wann. Roger. 06, Lagebericht. Wir sprechen Abläufe. Wann brechen Sie auf? Heute Nacht. Bleib an ihm dran. Wir müssen wissen, was es ist und wohin es geht. Verstanden. Oh, warum ist die Grafik eigentlich so abnormal schlecht? Und was ist das hier? Wohndel oder was? Moment. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Ja, irgendwie wurde sich... Halte deine Waffen versteckt. Mal sehen, ob sie sich aufteilen. Es wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Auf der Brücke? Hey, langsam, Kumpel. Einer zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Gute Arbeit. Und keiner schnallt. Watcher 1. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP unterwegs in die USA. Wer, John? Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten. Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Steht da zweimal der gleiche Schwarze mit den gleichen Klamotten und... Beim Café, Gas. Ach, ist gar nicht das Café. Jön doch. Hallo. Tag. Gas, du bist zu nah an der Zielperson. Geh auf Abstand. Alter, die sehen aber auch alle aus. Was ist das? Was passiert hier mit der Grafik? Kriegt das Spiel das sonst nicht geschissen, oder was? Achso, ich soll zu ihm gehen. Ach, du bist der Bodyguard. Nimm. Was zum Teufel ist das? Täuschgranate. Wird klappen. Zurück zu Laswa. Ziehen wir das durch. In die Gasse rein. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell ihn wegschaffen. Da komme ich ins Spiel. Auf dein Zeichen, Gas. Es wird laut. Gas, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Ich nehme die andere. Oh yeah. Roger. Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir, Captain. Beeil dich. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Willkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Deckung, Sergeant. Watcher 1, wir werden beschossen. Drei Feinde südlich von uns. Sicher. Oh, hi. Gas, bring die Spritze. Ich? Hä? Verdammt, beeil dich, Sergeant. Hoch mit ihm. Das soll mir mal einer erklären. Watcher.
Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Ne, sicher. Rein mit ihm. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn abfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Colonel Vargas. Station Chief Laswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell, Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Jo. Major Hassan Ziani. Wird er jetzt die ganze Zeit gejagt? Gute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft, aber alles im Blick. Es ist aber tatsächlich, als wenn man einen Film guckt. Ich finde das spielt sich einfach sehr gut. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay, ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Watcher. Alejandro. Lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden. Ja, naja. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA. Dann müssen wir das wohl verhindern. Sie, Colonel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Das Kartell verlegt Hassan schnell. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Taktikänderung. Stimmen. Ich zähle 4 Feinde. Mach das Licht aus. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Mierda, acaba de cruzar. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Ya pasó. Toma la escalera. Dinero fácil. Mover Iranis es muy fácil. Y paga muchísimo más. ¡Mierda! Despejado. Despejado. Watcher, das Ziel ist rüber. Ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Hä? Sichtkontakt? Negativo. Er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Roger. Verdammt! Warum? Da draußen ist jemand. Diese Wichser. Boracá! Scheiße! El campo está libre. Muévete. Das Haus in der Ecke. Das da. Entendido. Sichtkontakt. Was ist euch da hier? Geh an die Tür. Hier wohnen Leute und wir gehören nicht hierher. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Gibst du auch runter mit der Waffe! Dich.
Treten Sie zurück! Okay, sofort. Nicht schießen! Nicht schießen! Die Männer, die hier durchkamen, wo sind die? Die sind da lang! Rodolfo, los geht's! Watch it. Wir sind an der Ecke vor der Sumbarajas. Ziel bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Oigan! Ist da vor euch da? Kartellpatrouille! Alles sicher. Der Mikado. Schau, sie sind alle. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Hier los. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. A la verga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist der? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Hände hoch! Hey, hey, hey! Fass ihn nicht an, verdammt! Keine Scheißbewegung. Antworte! Draußen! Er ist zum Lagerhaus gerannt! Keine Scheiß... Ah, mierda. Watcher, schicken Sie Hilfe. Ein Zivilist ist verletzt. Der Letzte ist tot. Rodolfo, auf geht's. Roger, welches Haus ist das Ziel? Fang mit den zweistöckigen Blauen an. Die Scheißwaffen fallen lassen! Sofort! Tu okay. Einfach, was ich sage. Wir klären das. Oder ich knall dich ab. Kapiert? Das Überwachungslicht ist gerade ausgegangen. Vortreten! Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen! Colonel Alejandro Vargas, spezielle Polizei. Wir verfolgen einen Terroristen. Halten. Gomez, warte. Das sind Ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir haben ihn zu. Ja. Da kommen noch zwei. Los! Greif an, wenn sie nah genug sind. Such das Innere. Ich versperre die Ausgänge. Die haben ja Knarren, also meine Fresse. Du fängst an zu schießen. Geh in den ersten Stock. Achte auf Flüchtige. Ist hier nichts zu erkennen. Verbrennt alles. Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Naja. Erinnert mich sehr an Far Cry. Rodolfo, ich gehe jetzt rein. Coronel, nicht. Ich komme nicht raus. Rodolfo, wo bist du? Hör zu, Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen Sie ihn weg. Rudi! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Rodolfo!
durch, Bruder! Ich hab dich! Naja, war auch klar. Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Ja, den finden wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.